Vor über 20 Jahren zeigten Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in Titanic, dass Liebe keine Grenzen kennt. Heute zeigen sie, dass sie auch privat ihr Herz am rechten Fleck tragen. Beide Schauspieler versuchen derzeit eine 28-jährige Krebspatientin zu unterstützen, indem sie mehrere Abendessen versteigerten. Zusätzlich wirbt Kate mit einer GoFundMe-Seite dafür. Die an Eierstockkrebs leidende Patientin hatte sich schon einmal den Kampf gegen den Krebs gestellt. Doch jetzt scheint nur noch eine teure Alternativbehandlung ihr Leben retten zu können. Da die Kosten für die Behandlung nicht von der Krankenkasse gezahlt werden, versuchen die berühmten Schauspieler weiter Geld zu sammeln.